In unserer heutigen Zeit hören wir es immer wieder. Nächstenliebe ist wichtiger als je zuvor. Aber was heißt Nächstenliebe eigentlich? Und vor allem, wie soll man sie anwenden? Denkt man genauer darüber nach, gibt es so viele Tätigkeitsfelder, in denen Nächstenliebe in unserem Alltag gelebt wird. Der Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus setzt sich dafür ein, dass diese Nächstenliebe in seiner Region in die Tat umgesetzt wird. In insgesamt 52 Einrichtungen unterstützen wir täglich ca. 2000 Menschen in ihren Lebenslagen. Zu schaffen ist das nur durch unsere Mitarbeitenden und ein großes Netzwerk von Ehrenamtlichen, die in den unterschiedlichen Feldern anderen Menschen helfen. Unser Handeln wurzelt in der Nächstenliebe, die uns Jesus Christus gelehrt hat. Er lebt diese vor und ebnet den Weg, den wir heute leben. Doch wie steht es mit der Nächstenliebe in der Zukunft? Die katholische Kirche und Caritas leben den Wandel der Zeit. Wir schauen in eine komplexe Zukunft mit digitalisierter Arbeitswelt und gesellschaftlichen Veränderungen. Das Ehrenamt ist im Wandel und auch Corona bringt neue Herausforderungen mit sich. Um den Herausforderungen gut entgegentreten zu können, haben wir unsere Perspektive 2025 erarbeitet. Dieser Organisationsentwicklungsprozess schafft neue Strukturen und definiert klare Ziele in unserer Entwicklung, die wir bis 2025 gemeinsam erreichen wollen. Um diese Welt und unsere Region auch weiterhin im Zeichen der Nächstenliebe zu gestalten, brauchen wir jeden Einzelnen, der sich einbringt und darauf achtet, dass die Nächstenliebe aktiv gelebt wird. Caritas, katholische Kirche vor Ort.